Weiter geht es im Silberbereich mit den Figuren vom europäischen Tango und wir beginnen mit der Linksdrehung, mit der außenseitlichen Linksdrehung, um das Ganze mal beim vollen Namen zu nennen. Wir starten mit G-Schritten und die werden schon stark eingekurvt. Lang, lang, schnell, schnell, lang und schnell, schnell, lang. Wir haben hier wieder diesen typischen Tango-Rhythmus. Zwei G-Schritte langsam, lang, lang. Und dann die verbleibenden sechs Schritte schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang. Das heißt, bis jetzt kann man sich immer auf diesen gleichen Tanzrhythmus konzentrieren. Gilt für Mann, gilt für Frau. Und deswegen müssen wir eigentlich eher darauf achten, was führen wir eigentlich. Die Linksdrehung dreht, wie der Name verrät, linksrum. Über alle acht Schritte, die wir haben, genau eine komplette Drehung. Verteilt, so wie es einem am besten gefällt, aber doch relativ gleichmäßig. Lang, lang, schnell, schnell, lang und schnell, schnell, lang. Gleichmäßig heißt in dem Fall auch, ich beginne schon mit den ersten Schritten zu drehen. Das heißt, schon der erste und der zweite Schritt gehen stark in eine Kurve. Da muss ich den rechten Arm, den ich hier seitlich bei der Frau habe, auch stark mitnehmen, dass sie weiß, okay, da passiert was mit mir. Lang, lang. Da darf ich nicht so luschig sein im Arm, weil sonst verliere ich die Frau ganz schnell unter eben diesem Arm. Lang, lang und dann bin ich weg. Dann habe ich den Körper von der Frau weggedreht. Und das sollte ich nie tun. Ich stehe immer bei ihr. Nehmen Sie also mit. Lang, lang. Jetzt kommen die nächsten Schritte. Schnell, schnell, lang. Schnell, schnell, lang. Und dieser Teil endet so, dass die Frau außenseitig vom Mann steht. Der rechte Fuß geht dabei ganz knapp an ihm vorbei. Sie sollte ihn also nicht überholen und er sollte nicht von ihr wegrennen. Sonst haben wir hier keinen gleichmäßigen Abstand mehr. Also wir sollten immer den Abstand konstant halten können. Und jetzt geht es weiter mit dem Abschlussschritt. Den drehe ich wieder, so dass ich die ganze Drehung fertig getanzt habe. So ein bisschen vor die Frau. Der erste Schritt, also nicht verstecken, sondern eher vor sie gehen. Abschlussschritt. Wichtiger Faktor ist also dieses Kurven. Bitte in der Spur der Frau weiter tanzen für mindestens mal oder für genau drei Schritte. Eins, zwei, drei, seid vorbei. Abschlussschritt. Warum zähle ich das so merkwürdig auf drei? Weil viele schon auf die Idee kommen, nach dem zweiten Schritt irgendwie andere Wege zu gehen. Verlieren die Nerven, keine Ahnung, was da los ist. Eins, zwei, drei. Jetzt hätte ich einen Rückwärtsschritt bei drei getanzt, weiter geht es eh nicht mehr, muss ich eh aufhören. Deswegen darauf achten, es sind drei Schritte, die wir in der Spur der Frau hinterherlaufen. Die Schrittgröße sollte zum Partner passen. Bei einer Linksdrehung ist immer die Gefahr, dass man sich so ein bisschen unterm Arm verliert. An einer Stelle haben wir es gerade schon angesprochen. Das wäre auch an anderen Stellen denkbar, zum Beispiel beim Abschlussschritt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn ich jetzt bei sechs, sieben und acht als Mann große Schritte tanze, sechs, sieben, acht, dann wird die Frau nicht mehr hinterherkommen können, weil sie noch größere Schritte machen müsste. Deswegen haben wir es immer so, dass wir bei der Linksdrehung am Anfang die Frau kleine Schritte tanzen lassen und am Ende den Mann kleine Schritte tanzen lassen. Lang, lang. Die Frau tanzt klein, der Mann tanzt klein. Nächste Figur in Silber ist der Valentino. Das ist eine ganz andere Bewegung, beziehungsweise wir kennen die eigentlich aus dem argentinischen Tango. Da ist es ja genauso. Im argentinischen Tango haben wir so einen Anlaufschritt. Das heißt, er geht einmal rechts zurück, sie geht links vor, dann haben wir hier den Valentino. Und dann geht es auf jeden Fall mal oder meistens vorwärts raus. Genauso ähnlich ist es im europäischen Tango auch, nur wir brauchen keinen Anlauf. Wir gehen direkt rückwärts, das heißt in den Valentino rein mit dem linken Fuß gleich rückwärts. Hier ist der Valentino. Nach Möglichkeit die Frau nicht so weit gedreht, wie es der Volker gerade versucht hat, sondern eher die Schultern auch wieder bei ihr lassen. Dann geht es raus auf jeden Fall mal, wie im argentinischen Tango auch, mit einem Vorwärtsschritt. Jetzt geht er einmal zur Seite, nimmt sie mit. Er geht einen Schritt weiter rückwärts. Sie stellt sich auf den rechten Fuß drauf, ähnlich wie gerade eben bei der außenseitigen Linksdrehung. Unterschied ist nur jetzt, wir gehen nicht für ihn weiter nach rückwärts, sondern die Bewegungsrichtung ist Richtung der gefassten Hände nach vorne. Da kann sie aber nicht hin, das heißt, er muss sie einmal auf dem rechten Fuß umdrehen. Und dann kommt eine ganz normale Promenade, das kennen wir auch schon, mit Schritt, Seit, Schluss.
einmal am Stück gezeigt, also ohne Anlauf direkt rückwärts in den Valentino. Valentino, aufstehen, vor, zur Seite, zurück, Frau umdrehen, schwupp, innen, Seite, fertig. Sie merkt diesen Valentino daran genauso, kennt ihr alles schon aus dem argentinischen Tango, nicht zu weit rückwärts gehen und die Frau eben mitnehmen, weil sie erwartet eigentlich im europäischen Tango bisher immer, es geht für sie rückwärts los. Ne? Grundschritt geht rückwärts los, Promenade geht rückwärts los, Linksdrehung geht rückwärts los. Das Einzige, was nicht rückwärts losgeht, und da haben wir nachher vielleicht ein Problem, ist dieser abgekürzte Grundschritt, wenn es direkt in den Wiegeschritt geht. Dieses hier, dieses schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang. Das ist immer die spannende Frage. Merkt sie, ob er den Wiegeschritt tanzen möchte oder merkt sie, dass es ein Valentino wird? Beim Valentino gehen wir ja runter. Das heißt, er geht rückwärts, nimmt sie mit und zack, eine Etage tiefer. Dann weiß sie eigentlich ganz gut Bescheid. Jetzt kommen vom Rhythmus her lang. Lang, schnell, schnell, lang und schnell, schnell, lang. Nochmal am Stück gezeigt. Ich stehe nicht gut. Lang, lang, schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang. Auch hier ist es so, dass er wirklich aufpassen muss. Oft sind die Frauen dabei, ihn zu überholen. Dann geht es nachher schief. Wir zeigen es vielleicht mal komplett gegen Tanzrichtung, dass man das eher sieht. Lang, lang, schnell, schnell vorbei. Wenn er sie bis hierhin laufen lässt, jetzt soll er sie umdrehen. Ja, mach mal, streng dich mal an. Er dreht sie um. Das geht vielleicht noch. Aber wie sollen wir jetzt wieder voreinander rauskommen? Das wird tatsächlich schwierig. Und er sieht auch ein bisschen aus wie Quasimodo, wenn er hier so rumrennt. Aber ist er selber schuld? Er darf sie nicht so weit rennen lassen. Wir zeigen es nochmal so rum. Das heißt, er bestimmt hier, wann Schluss ist. Wie weit darf sie laufen? Die andere Hand ist sowieso nur Deko, die brauchen wir überhaupt gar nicht. Also wir tanzen nochmal in den Valentino. Valentino, aufstehen, eins, zwei, Stopp. Da ist Stopp. Hier steht er noch gerade und kann sie jetzt auch umdrehen. Und dann können wir hier gemeinsam weiterlaufen und kommen voreinander raus. Also bitte hier die Frau mit dem rechten Arm bremsen und nicht zu weit laufen lassen. Ah, Unterschied zum Wiegeschritt wollte ich noch kurz sagen. Ist ein bisschen schwierig zu führen als Mann. Das Runtergehen ist einfach. Also den Valentino zu führen nach jeder Figur steht er da mit geschlossenen Füßen und kann immer mit dem linken Fuß losgehen. Das heißt, in den Valentino rein ist nicht das Problem. Hier runter merkt sie, weil es ist der gleiche Rhythmus, lang und schnell, schnell, lang. Wenn er diesen Wiegeschritt tanzen möchte, dann muss er sie gut mitnehmen und darf auf gar keinen Fall auch nur einen Millimeter runtergehen. In dem Moment, wenn das passiert, gehen wir ein bisschen runter, schnell, schnell, lang. Das wird nicht gehen, weil sie erwartet, sobald sie sieht, oh, der Kerl taucht ein bisschen ab, dann wird sie denken, es kommt der Valentino und er tanzt schnell, schnell. Dann rumpelt es ganz schön in der Mitte. Deswegen ganz gerade bleiben und eigentlich den Körper vorne lassen und nur das Bein rückwärts nehmen. Schnell, schnell, lang. Was soll ich jetzt? Schnell. Das, was du gemacht hast. Schnell, schnell, lang. Schnell, schnell, lang. Schnell, schnell, lang. Ob es jetzt gedreht ist oder nicht, es muss noch etwa sein. Aber wichtig ist, er darf auf gar keinen Fall auch nur einen Millimeter absenken. Nochmal gucken. Also wirklich in diesen abgekürzten Grundschritt, in den Wiegeschritt. Schnell, schnell, lang. Schnell, schnell, lang.